Hallo und willkommen zum Let's Play von The First Tree. Meine liebe Frau, die Mondi, hat das auch schon gespielt und meinte, sei so ein Entspannungsding für zwischendurch. Relativ kurzweilig, so etwa 2 Stunden. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Und wenn ihr Interesse habt, schaut es auch gerne mal zum Vergleich bei ihr auf dem Kanal. So, ich würde sagen, neues Spiel. Und dann sehen wir, was uns erwartet. So, darf ich schon? Ja, ich darf. I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. You should get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know. It seems weird. But I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes, I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. Okay. Dann nochmal hallo und willkommen zum Let's Play von The First Tree. Ich dachte schon, darf ich jetzt auch noch mal was sagen? Ich traue mich nicht zu moderieren. Also wie gesagt, meine Frau hat mir das empfohlen. Sie hat selber schon gespielt. Und es ist ein Walking Simulator. Also man macht jetzt nicht so viel. Also ihr dürft nicht allzu viel Action erwarten. Eher so gemächlich, entspannt. Wir laufen da mal gegen Alpha-Wände. Oder was ist das hier? Ich hoffe, ich mache das Spiel nicht kaputt. Hallo, Fuchs? Ja, hier ist eine Alpha-Wand oder so. Ja. Oh, Double Jump. Ein Fuchs mit Double Jump. Ja, wir sind Fuchs, wir rennen durch die Gegend. Kann ich auch. Ich meine, ich gehe, aber laufen. Laufen ist nicht drin, oder? Der Fuchs ist aufgewacht in seiner Höhle. Ich glaube, er sucht seine Familie oder so. Irgendwas in der Richtung habe ich im Kopf. Bum, bum. Ich habe noch nie einen Fuchs sich so bewegen sehen. Okay. Ich würde gerne laufen, aber das darf ich nicht. Es ist ein Walking Simulator. Ich darf nicht rennen. Okay. Wir gucken uns mal noch ganz kurz ein bisschen hier um und dann. Ich glaube, da aufwärts sollen wir hin. Das sieht danach aus. Oh, da hinten könnte es auch runtergehen. Krass. So eine Art Comic Cell Shading Stil. Auch sehr, sehr schön gemacht. Ja, Alpha Wand. Wir dürfen nicht runterfallen. Ist vielleicht auch besser so. Diese Wand hier, diese imaginäre, ist ein bisschen störend. Die hätte etwas weiter nach rechts gekonnt. Ich hoffe, die Kamera ist da in Ordnung und stört nicht. Zur Not setze ich sie um, aber hier ist jetzt keine UI oder irgendwas, was wir in irgendeiner Form, ja, sag ich mal, haben können. Ich könnte sie mal noch ein Stück hochsetzen. Moment. Mal mehr so in die Ecke. Man könnte auch mit Maus und Tastatur spielen. Ich spiele mit Controller.
Und ich gehe mal davon aus, wie gesagt, 2 Stunden habe ich jetzt so im Kopf, dann ist das Spiel durch. Das ist aber nur wirklich durchspielen. Es gibt auch Secrets und Achievements. Also wenn man 100% haben möchte, hat man wahrscheinlich mehr zu tun. Plotsch, plotsch. Mache ich eigentlich Schneeabdrücke? Nee. Hinterlasse keine Fußabdrücke. Schade. Da ist versperrt. Ich hoffe, das kommt uns nicht entgegen. So. Plutsch. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal tatsächlich einen Fuchs gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Ach, das ist der Double Jump, den er mir gerade erklärt. Das machen wir gleich. Ich will hier unten nochmal. Obwohl, das ist die. Das soll die ganze Zeit schon machen. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal habe ich, glaube ich, einen Fuchs gesehen. Oh, das ist bestimmt 10, 15 Jahre her. Gab eine Zeit, wenn ich dann zur Arbeit gefahren bin, habe ich immer auf dem Weg zur Arbeit oder auch zurück so einen kleinen Fuchs gesehen. Also wirklich so einen kleinen, kleinen Fuchs. Nicht so einen ausgewachsenen hier. Und irgendwann war der einfach weg. Ich meine, das ist ein Wildtier. Weiß nicht, wurde es gerissen? Ich hoffe nicht. Oder wahrscheinlich auch vom Jäger oder sah halt so herrenlos aus, so ganz alleine am Wegesrand. Hat mir schon irgendwie leid. Der war ganz niedlich, aber wie gesagt, das ist ein Wildtier. Da kannst du jetzt halt nicht groß. Also, der würde einen wahrscheinlich beißen. Im schlechtesten Fall hast du noch Tollwut an der Backe. Schwierig. Oh, das geht. Soll das so sein? Es könnte durchaus länger als 2 Stunden in Anspruch nehmen. Ich weiß es nicht. Aber das sah gerade aus, das war ein Blatt oder irgendwas. Ich meine, da war jetzt so ein Jumpen-Symbol. Das könnte am Holzstamm liegen. Ich muss mal auf dem Ohr ein bisschen runterdrehen. Ich meine, man hat jetzt nur so Windpfeifen und so. Das Spiel ist relativ laut. Hi. Häng fest. Nein! Hab den Fuchs backen lassen hier. Okay. Wir gehen links nochmal gucken. Aber man hat zwar ein paar Grafikeinstellungen, aber man kann am Audio nichts rumdrehen. Also weder gibt ja, wie ihr gemerkt habt, Storytelling so ein bisschen mit Sprechern und halt so Geräuschkulisse. Aber da kannst du halt nichts dran einstellen. Ich kann gleich nochmal gucken. Aber ihr seht, das hier ist das Einzige. Man hat Untertitel, man hat einen Kommentarmodus. Also. Glaube nicht, dass es ein Fuchs sich so verhalten würde, aber hey. Ich will bei 3D-Spielen immer mit denen hier machen. Ich weiß auch nicht, schon seit Kindertagen an. Soll ich überhaupt, also soll ich jetzt wahrscheinlich eher so da lang, gehe ich mal von aus, oder? Da unten ist irgendwas. Da kommen wir aber nicht her, ne? Wir kommen von da. Das Fallschaden ist schon relativ hoch. Finden wir es heraus. Nee, kein Fallschaden. Hier ist irgendwie. Ja.
Punkt von Interesse und so, Point of Interest, aber das war es auch schon. Nichts zum Einsammeln oder so. Ich meine, es ist nicht Super Mario, wo du rumrennst und dann einfach mal, boah, keine Ahnung, Münzen einsammelst oder sowas. Oder Sonic. Ich glaube, Sonic wäre hier total fehl am Platze. Sieht schon sehr cool aus da hinten. Warte. Die neue Rasse in Skyrim. Der Fuchs. Elder Scrolls 6, Fuchs confirmed. Also wenn ich irgendwo weglaufen soll, dann habe ich ein Problem. Das geht nicht. Oder es wird dann freigeschaltet. Das bezweifle ich zwar, aber... Plopp. Ist dieses... Kommt nicht drauf klar, ne? Als wenn der Fuchs irgendwie so weggeschmissen wird, so. Wenn man den so wirft. Da ist das Zelt. Vor allem hier ist ja auch nichts weiter, ne? Also keine anderen Tiere weit und breit. Schon komisch. Das ist schon mal eine gute Übung. Komisches Thema jetzt, aber für Phasmophobia. Für die Goldtrophäe. Weil da ist man auch so verdammt langsam. Also wirklich. Auf Apokalypse 3 ist man wirklich sehr langsam. Das habe ich vor, demnächst mal zu holen. Ich hatte überlegt, das vielleicht aufzunehmen, zusammenzuschneiden. Ich muss mal gucken, ob ich das mache. Das weiß ich noch nicht. Ein paar Sachen muss ich noch vorbereiten. Mindestens Level 90 werden. Bin jetzt Level 82, also so weit nicht mehr weg. Aber gegebenenfalls mache ich das. Das sieht cool aus. Also wirklich sehr atmosphärisch. Ich weiß, ich zersäge das ein bisschen mit meinem Gequatsche dann und wann, aber... ein sehr schönes Spiel. Oh no. Oh no. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. Oh je. Ein Fuchs kleines. Jetzt bin ich schneller. Kann das sein? Oh. Kleiner Fuchs. Aber ich habe jetzt geschnüffelt mit B. Moment. Ich bin jetzt. Es tut mir leid, aber ich muss nochmal zurückrennen. Kann ich da jetzt. Bin jetzt schneller unterwegs als vorher, ne? Ja. Ich will mal schauen, ob ich bei dem Zelt auch schnüffeln kann oder interagieren oder so. Weil ich hatte einfach gedacht, da löst es vielleicht irgendwas aus, aber ich kann ja einfach mal die Interagieren-Taste drücken.
Ja, ich bin jetzt schneller unterwegs als vorher. Ach nee, ich bin doof. Ihr seht unten das Symbol, ich kann das umschalten. Rennen und gehen. Ach so. Verstehe. Ja gut. Ich hätte mir die Controls vorher vielleicht angucken sollen, ne? Alles klar. Das war nicht das Spiel, was jetzt sagte, du bist schneller unterwegs. Das sagte... Ja, das Problem sitzt wie immer vor dem Bildschirm. Also Sprinten und Gehen Modus. Wahrscheinlich noch wichtig für irgendwelche Stealth-Passagen oder so. Mal schauen. Komm ich da hoch? Waffenfreund. Yeet. Super Fuchs im Angriffsmodus. Ja, man kommt hier hoch. Gewollt oder nicht? Keine Ahnung. Frage, wie hoch kommt man? Und macht das Sinn? Ne, hier ist Schluss, Alpha-Wand. Drüben glänzt irgendwas. Ist das die Sonne? Nee, oder? Doch. Nee. Das ist, da drüben sollen wir wahrscheinlich hin. The first tree. Das war nur Vorgeplänkel. Jetzt geht los. The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time. Okay, Sachen einsammeln. Oh, da unten glänzt es. Jetzt spielt auch Musik wieder auf. Ich muss es auf den Ohren ein Stück runterdrehen. Oh, da unten ist was. Da gehen wir gleich mal schauen. Mal hier oben nochmal ums Eck gucken. Da leuchtet was. Was ist das?
Okay. Sehr schön, aber ich hätte mir gewünscht, man könnte das ein wenig runterregeln. Gut. Muss mal schauen, wie laut es dann in der Aufnahme später ist. Okay, da ist... das ist etwas größer. Kommt, da ist die Sequenz. Did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once. Pick up your first item, okay? You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me. So I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy for my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friends had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounce back at all. Oh ja, Kinder können gemein sein. Kinder können richtig gemein sein. Teilweise schlimmer als jeder Erwachsene. Weil ich denke mal, da fehlt einfach auch die Lebenserfahrung in dem Moment. Ist noch was? Sachen sammeln, das ist ja mein Tod, sowas, ne? Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, and a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. Das passt jetzt aber nicht zusammen, sorry. Also dieses Boot, das war das erste. Also dieser Holzzug war das erste. Hä? Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Mein Kurzzeitgedächtnis. Also, er hat doch jetzt eben gesagt, das Boot war das erste Spielzeug, was sein Vater gemacht hat, ne? Und jetzt sagt er. Meinte er so, dass der Zug sei das erste? Ich kann mich da auch so gedächtnismäßig irren. Sinn, wann ich das letzte Mal ein Spiel gespielt habe, was ja so ein Schneethema hatte. Also von der Landschaft her, außer Skyrim, ja klar. Daran erinnere ich mich gut, da habe ich 400 Stunden drin versenkt, wenn es reicht. Oh. Skyrim ist so ein schönes Spiel. Ich habe es nach Release gekauft. Und habe es dann tatsächlich erst im Let's Play Jahre, über 10 Jahre später fertig gespielt. Kann es eigentlich auch keinem erzählen. Ich hatte einfach nie die Zeit dazu, musste immer neu anfangen. Ja, krass. Oh, da unten ist noch was. Da gehen wir gleich mal. Ich will mal gucken, ob ich hier oben noch was habe. Oder nicht, dass ich was übersehe.
Aber es wird sich wahrscheinlich alles eher unten im Tal abspielen, oder? Wäre schon ganz schön fies, wenn hier oben irgendwo was versteckt wäre. Ja, hier ist nichts. Gott, ist das ein Panzer? Warum? Okay. Panzer. Mhm. Ja, gut. Nicht so meins. Krieg und so ist böse. Of how far away I lived. I called my dad a sourdough. I was a blabbermouth as a kid, telling my dad stories I made up for hours. But after that show and tell, I didn't tell him much anymore. He didn't know exactly what was wrong, but his best guess was that the toys he carved weren't cool enough. He carved me a tank and tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman. I didn't know your dad was in the military. Yeah, in the army. The sad thing is that I'd pretty much forgotten until just now. There's so much I still don't know about him. I'm sorry. He knows how much you love him. You're going to see him again soon and have some closure, I'm sure. Ich finde das total cool, wenn so. Wenn du so als Kind so dein Vater ist so begabt und macht dir halt so Holzspielzeug, so schnitzt da selber so Spielzeug, das wäre doch mega krass. So selbstgemachte Sachen. Ah, geil, sowas. Ich bewundere sowas immer, wenn du so handwerklich begabt bist. Ich kann auch so ein bisschen was basteln und so. Ich habe früher viel gezeichnet als Jugendlicher. Auch als Kind, aber ich habe dann irgendwann einfach keine Ideen mehr gehabt. Von daher, ich habe das irgendwann gelassen. Aber jemanden aufzuziehen, nur weil er halt was Handgemachtes von seinem Vater kriegt oder so, geht gar nicht. Sorry. Hier war die Sonne, ne? Das ist. Oh, da ist noch was. Da drüben ist auch noch was. Überall was aufzusammeln. Das ist ja furchtbar. Ich übersehe garantiert was. Lock, tick, klack. Ich bin so ein Completionist, es ist furchtbar, so 100% ist so meins. Das ist halt ganz böse. Die Farben sich auch leicht zu ändern, wenn man spielt, ne? Gerade ein Reh gesehen? Nee, war kein Reh, oder? War ein Baum. Guck mal, ein Hase. Hui! Ah, die vom Fuchs wegrennen ist logisch. Ah, das ist ein Auto. Das ist noch ein Panzer. Das ist noch ein Militärfahrzeug, ne? Sag mal, dieses Klavier wird immer lauter gefühlt. Was ist denn das? Nicht so aufdringlich. Dankeschön. So, das ist wahrscheinlich der Way to go hier. Dann gehen wir nochmal hinten links gucken. Hier müssen wir garantiert lang. Das ist so der Hauptweg. Aber ich habe es da noch irgendwo leuchten sehen. Hier oben ist bestimmt auch noch was. Mute ich jetzt mal.
Ah, da hinten, guck. Da ist noch was. Aua. Gut, dass es hier keinen Fallschaden gibt. Das ist... Keine Ahnung, waren wir hier schon? Nee. Okay, Shelter. Sehr schön. Ich habe noch ein Spiel, das habe ich mal als Last Test gespielt. Ich habe den Namen leider vergessen. Das hat auch ein Schneethema. Das könnte man auch nochmal spielen. Aber es ist die Frage, wann? Wie lange dauert's? Ich habe den Namen tatsächlich. Das ist schade, dass ich den Namen vergessen habe. Aber es hat auch so ein... Das ist so ein... Oh, jetzt hat es aufgehört zu spielen. Auch nicht schlecht. Da hinten ist der Panzer. Ja, jetzt winkt es wieder an. Okay. Da hinten ist der Panzer, wollte ich sagen. Es ist so ein Spiel, die Welt ist untergegangen, so ein Endzeit-Ding mit Fantasy-Elementen, Dorf aufbauen. Wie hieß das Ding denn, Mensch? War ganz cool. Wo ich es getestet habe, das ist schon Jahre her, da war das noch im Early, glaube ich, im Early Access oder so. Oder eine Beta, Alpha oder Beta. Jedenfalls ist es so, dass das Spiel so eine Art, also zwei, drei Sachen sogar noch, ein Schuhbus, dass das so ein Permadeath-Modus hat. Das heißt, wenn du komplett verkackst, verkackst du. Du hast mehrere Leben, aber wenn die weg sind, sind die weg und dein ganzer Progress ist weg. Und das ist nicht so meins. Hier noch irgendwas hinter? Nein. Sieht so aus. Oh. Da ist noch wieder was zum Ausbuddeln. Ich glaube, wir haben soweit alles dann hier, ne? Myself, why talk to anybody anyway? Why bother when I'm happy by myself? I started drawing a lot, mostly animals I saw in the woods by my home. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies. I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There's something special about having a place to call your own. And now look at us. Well, if you count renting in an overpriced city. It's as close as we can get for now. Das klingt ganz schön deprimiert, wenn ich ehrlich bin. Womit ich ziehe mich immer mehr zurück und hoppala.